Sigismundstraße in Konstanz mit mehreren Verletzten und vermutlich zwei Toten. Mutmaßlicher Täter flüchtig mit PKW in Richtung Schweizer Grenze. Haben Sie Waren zu verzollen? Oder wohin geht die Reise? Das kennt jeder von Zöllnern. Aber so wild bewaffnet mit Blaulicht an der Grenze und sehr angespannt? Warum müssen diese Beamten überhaupt schießen? Wie kommt das hier zollfrei in die Schweiz? Und wem gelingt der ganz große Fang? Die Arbeit der Zöllner ist stattlich, staatlich wichtig. Sie nehmen die Hälfte aller Steuergelder des Bundes ein. Der Terroranschlag ist zum Glück nur inszeniert. Eine gängige Übung. Klaus Spießer weiß aus langer Erfahrung, dass der Alltag eines Konstanzer Zöllners meist friedlich ist. Aber als einer der ganz wenigen hat er den Ernstfall schon erlebt. Und auf den bereitet er seine Truppe vor. Was wir sonst ja immer versuchen, den Verkehr im Fluss zu halten, das ist ja unsere größte Sorge, dass wir keine Staus bilden, ist in so einer Lage natürlich genau das Gegenteil vonnöten. Das heißt also, nach vorne geht nichts mehr, nach hinten kommt weiter Verkehr drauf. Er ist eingeklemmt. Das ist eine positive Situation für uns. Stopp, keine Bewegung oder wir schießen! Die Arme aufs Lenkrad! Dann kam der Zugriff. Hat mir sehr gut gefallen. Wichtig ist, dass ein Täter auf jeden Fall ganz klar erkennen muss, dass Schicht ist, Schicht im Schacht, Ende. Aus dem Sitz rausdrehen. Langsam aus dem Fahrzeug raus. Arme zur Seite, Handflächen will ich sehen. Viermal im Jahr spielen die Zöllner Szenarien durch, die sie hoffentlich nie erleben müssen. Zum Beispiel Terroranschläge, Kämpfe eins gegen eins oder überraschende Gewalt. Die Zöllner müssen sich also auf die unterschiedlichsten Situationen vorbereiten. Die Beine auseinander. Die Eigensicherung, heute heißt es Verhaltenstraining oder Einsatztraining und auch die Ausbildung in der waffenlosen Selbstverteidigung, wie auch die Schießfortbildung, die hat eine ganz andere Intensität bekommen und einen ganz anderen Stellenwert. Vor allem, weil es da diesen einen traumatisierenden Tag Ende der 90er Jahre gegeben hat. Da hat die heile Welt aller deutschen Zöllner mit einem Schlag tiefe Risse bekommen. Zollamt Klein-Venedig in Konstanz. Hier fielen am 10. Februar die tödlichen Schüsse. Die Grenzgänger heute merken kaum noch etwas von der Bluttat, die zwei Zollbeamten das Leben kostete. SWR 4 Baden-Württemberg. Verkehrshinweise. An jedem anderen Tag aber ist Konstanz eine wunderschöne, hochattraktive Stadt am Bodensee. Eine Grenzstadt. Das merkt man überall. Im überfüllten Stadtzentrum, in dem die Schweizer mehr denn je einkaufen. Und eben dort, wo alles vorbeikommt, Menschen und Waren, Erlaubte wie Verbotene, am Zoll. Meine Intention, zum Zoll zu gehen, war ursprünglich mal die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, weil ich so viele Freunde hatte, die mit Rauschgift zu tun hatten und ich da beobachten konnte, wie die sich einfach verändert haben, oder? Und dann habe ich immer gesagt, ich gehe mal zu der Drogenbekämpfer. Wenn man mal so ein richtiges Kilo mit harten Rauschgiften wie Heroin oder Kokain aufgreifen würde, das wär eine schöne Sache. Ja. Also das wird Freude bereiten und da ist man natürlich auch euphorisiert, weil das wäre für jeden Kontrollbeamten zunächst mal wie ein Jackpot. Ja. Irgendwo in dieser langen Autoschlange am Zoll versteckt sich der Jackpot. Aber wie soll man ihn finden? Leider kündigt er sich nicht an, wenn er kommt. Wolle, gibt's Socke zu Weihnachten? Nach welchem System suchen Sie denn?
Es wird jetzt selten vorkommen, dass wir 70, 80-jährige Reisende herausziehen und intensiv nach Betäubungsmittel kontrollieren. Aber natürlich gibt es zu einzelnen Sparten gibt's schon spezielle Personen, wo man dann sagt, der könnte in das Raster passen, der in das Raster passen. Da kann der PKW eine Rolle spielen, da kann die Kleidung eine Rolle spielen, kann allerdings auch das Verhalten eine Rolle spielen. Aber möglich ist theoretisch alles. Die gute Nachricht für jeden, der kontrolliert wird: Entweder er sieht verwegen und wild aus oder verdächtig unverdächtig oder er wird einfach nur zufällig kontrolliert. Ein Raster ist auch die Gruppe der Geschäftsreisenden. Bei denen suchen die Zöllner nach hochpreisigen Teilen, Elektronik und Computertechnik, die sonst unverzollt das Land wechseln. Aber jetzt Ersatzteile für die Schweiz selber habe ich keine dabei. Das Problem ist, ich kann jetzt an diesen Teilen nicht feststellen, ob die aus der Schweiz kommen oder ob die aus Deutschland sind. Okay. Grundsätzlich für uns kommt es im Moment aus der Schweiz. Okay. Gut, ich könnte Ihnen. Ich könnte Sie mit meiner Firma verbinden, die können Sie bestätigen. Ja, ich verstehe Sie schon auf jeden Fall. Der Reisende hat eigentlich nichts angemeldet, also keine Waren, die er in irgendeiner Form anmeldepflichtig gesehen hätte. Und beim Öffnen des Kofferraums sind jetzt offensichtlich gewerbliche Waren festgestellt worden, die zwar aus Deutschland stammen, laut seiner Aussage, aber er offensichtlich keinerlei Papiere gemacht hat. Verlass das Rücken. Ja, und? Fußgeld frei? Okay. Ist in Ordnung. Nächstes Mal bitte, wenn Sie es in die Schweiz mitnehmen, sollten Sie es bestätigen lassen, dass Sie es in die Schweiz mit reinbringen. Okay. Und genauso, wenn Sie noch ausgehen. Alles klar. Gut, dann ist es dann ungefähr. Glück gehabt. Sofern die Zöllner keine Straftat feststellen und nur von Ordnungswidrigkeiten reden, kann man mit einer Verwarnung davonkommen. Wer im Ozean fischt, kann tatsächlich einen Merlin fangen. Aber Angler, mal ehrlich, wie oft passiert das schon? Große Neugier sollte schon in einem Zollbeamten stecken, weil er ja immer auf der Suche ist. Im Gegensatz zur Polizei, die ja oftmals angerufen wird und konfrontiert wird mit irgendwelchen Sachverhalten und gerufen wird, Polizei, komm mal, steht der Zoll, egal wo er als Kontrolleinheit unterwegs ist, steht er da und muss suchen. Er ist also quasi immer auf der Suche, auf der Jagd, ja. Nicht Jäger, eher Gejagter ist Herr Teufel, der für Schweizer Schnäppchenjäger die Mehrwertsteuerzettel stempelt. Denn die Preise in Deutschland sind nicht nur ohnehin günstiger als in der Schweiz. Obendrein kann jeder, der in der Schweiz wohnt, sich auch noch die 19% Mehrwertsteuer zurückholen. Aber nur, wenn er sich die Ausfuhr der Ware bestätigen lässt. Mit diesem Stempel, den er nur beim deutschen Zoll bekommt. Die Arbeit hat natürlich schon in den letzten Jahren sehr zugenommen. Jetzt gerade, wo die Schweiz natürlich den starken Franken hat, ja, hat das enorm zugenommen. In Österreich wird die Mehrwertsteuer erst ab einem Einkauf über 75 Euro erstattet. In Frankreich sogar erst ab 175 Euro. Bei uns ab dem ersten Cent. Ich hatte schon Beträge für ungefähr 2 Euro. Aber natürlich auch, es geht natürlich bis hoch 8.000, 9.000, was ihr so einkauft. Also wirklich jeder Betrag kommt da. Für 100 Euro Einkauf gibt es also 19 Euro zurück. Da ist Einkaufen wie Geschenke kriegen. Für die Schweizer fühlt es sich an, als wäre jeden Tag Schlussverkauf. Kein Wunder, dass sich mancher Konstanzer bedrängt fühlt. Gleichzeitig spült der Konsum die Stadtkassen voll. Auch kleinere Betriebe profitieren durchaus von den Schweizer Kunden. So fangen sie den Preisdruck teilweise auf, den Supermärkte und Großerzeuger aufbauen. Wer hier arbeitet, muss sich derzeit keine Sorgen um seinen Job machen, weil die Schweizer zuverlässige Qualitätskäufer sind. In der Schweiz ist hochwertiges Fleisch doppelt so teuer. Deswegen darf jeder auch nur ein Kilo mit über die Grenze nehmen. Ja, gut. Kommt halt Familie, ja. Holt dann das Ehepaar 2 Kilo, klar, jeder 1 Kilo. Ja. Dann kommen die halt 3 Mal in der Woche und haben sie auch 6 Kilo Fleisch.
Dass die Schweizer die Mehrwertsteuer zurückbekommen, wirkt in der Bodenseeregion wie eine Subventionierung. Für die Gäste ist Gutes günstig, der einheimische Metzger verkauft wie wild und im Hinterland wird geschlachtet, dass es der Sau graust. Wir haben in Konstanz einen eigenen Schlachthof. Nur das Problem ist, wir haben keine Kopfschlechter, keine Metzger mehr, die es schlachten können. Das Problem haben wir. Die sind vor einigen Jahren in die Schweiz ausgezogen. Passt zum Thema. Sie sind in die Schweiz ausgezogen, weil dort natürlich das Gehalt besser ist wie hier. Der Verkäufer hat vom Mehrwertsteuermonopoly nicht viel, aber wenigstens keine Langeweile. Mehrwertsteuer, bla bla. Das findet Rambo völlig uninteressant. Er hat nur eins im Sinn: Spielen, suchen und finden. Körperliche Spannung aufbauen, das ist eigentlich das A und O bei mir, dass der Hund weiß, dass es losgeht. Die Spannung, die überträgt sich quasi auf den Hund, kann ich jetzt so sagen. Und dann lässt sich es besser arbeiten. Spezialisiert sich auf verschiedene Stoffe, die der Mensch gar nicht wahrnimmt. Der Rambo ist konditioniert auf Tabak. Das heißt, er soll Zigaretten aufspüren, versteckte Zigaretten, die geschmuggelt werden. Und dann ist er konditioniert auf Bargeld, hauptsächlich Euros. Er riecht aber auch andere Währungen. Diese Grundduftstoffe, die in Euro-Banknoten drin sind, die sind auch in anderen Währungen drin. Da geht es uns natürlich um die stabilen Währungen, die im Wirtschaftskreislauf eine Rolle spielen. Die Schuhe sind nur bedingt als Laufschuhe gedacht. Aber so kommt Rambo mal auf Samtpfoten daher. Trotz aller moderner Technik bleibt der Spürhund ungeschlagen. Der weiß, wo ich es. Zeig mir's. Was? Was? Der Hund riecht Kohlenwasserstoffe und Wachse in Verbindung mit speziellen Säuren, die ausgedünstet werden aus dem Geldschein. Das hat man mal im Labor getestet und das riecht der Hund. Ja, guck mal, sieht komisch aus, oder? Ich weiß. Guck mal, da ist der Weiß. Die Mannschaft des Zollboots bewacht auch den See. Der ist eine natürliche Grenze zu Österreich und auch EU-Außengrenze zur Schweiz. Machst du vorne alles klar, Mo? Ein Arbeitsplatz auf dem Wasser. Das klingt speziell. Und das ist es auch. Denn diese Zöllner brauchen ein Schifffahrtspatent und ein Händchen für den Motor. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich schaue nach dem Kühlwasserstand, ob der in Ordnung ist. Dann werden die Keilriemen überprüft, ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Mein Beruf ist Zollbeamter. Nur bin ich hier zusätzlich eingesetzt als maschinentechnischer Beamter. Das heißt, wir machen diverse Zusatzausbildungen, wir machen uns mit den technischen Gegebenheiten hier vertraut. Wir machen die Wartungen an den Motoren selber. Also ich bastel in gewisser Weise an dem Motor und das ist auch das, was jeder, der hier Dienst macht, mitbringen sollte. Weil wenn kein technisches Interesse da ist, ist man in dem Arbeitsbereich viel am Platz. Die Weiten des Sees bewachen, Outlaws aus dem Wasser ziehen, Schmuggler stoppen. Oder wonach suchen die Beamten? Wir schauen in erster Linie nach Waren, die unversteuert über den See kommen. Boote, Bootszubehör, das ist unser Hauptaugenmerk. Also nicht die klassischen Reisemitbringsel, das spielt eine völlig untergeordnete Rolle. Für uns ist wirklich interessant Boote, Bootszubehör, weil wir sehr viele Werften, hochwertige Werften auf Schweizer Seite haben, sehr viele
Handelsvertretungen auf Schweizer Seite haben, was es auf deutscher Seite gar nicht mehr so viel gibt. Und dann dort auch die Zubehörsachen und die Boote gekauft werden. Vielleicht ist sie vorbei, aber es hat mal eine wilde Zeit auf dem See gegeben. Passagiere raus, Schnaps und Käse rein. Jeweils 4 Lastwagenladungen an unverzollten Genuss und Lebensmitteln gehen für runde 3 Stunden auf preisbrecherische Kreuzfahrt. Durch eine Art billige Jakob-Kampagne werden jetzt im schwäbisch-alemannischen Wasserdreieck steuerlich hochbelastete Waren ähnlich preisgünstig wie in Flugzeugen und auf Hochseeschiffen angeboten. Einzelhändler wie Supermärkten ist die Geschäftigkeit auf dem Schwäbischen Meer ein Dorn im Auge. Auch aus Baden-Württemberg hört man schon Proteste. Weil sie nie wissen, was kommt, begleitet die kugelsichere Weste die Beamten auch in den übersichtlichen Yachthafen von Meersburg. Bei uns geht es jetzt hauptsächlich darum, dass wir Schweizer Schiffe haben. Das könnte dann TG sein oder SH, weil die könnten ja hier sein und einmal, ob der Eigner ein Schweizer ist oder ob der in Deutschland wohnhaft ist und hier mit dem Schweizer Boot fährt oder ob sie auch zollpflichtige Waren mit dabei hätten. Ja. Segeln. Schönes Hobby. Braucht aber Zeit. Deshalb liegen die Boote meist unbemannt im Hafen. Die Suche nach dem Jackpot macht das nicht unbedingt einfacher. Na, ich gehe mal runter. Und manchmal entdecken sie auch etwas. Ein verdecktes Geheimnis. Alter in Frickingen. Wir schauen jetzt nach der Zulassung. Also sprich nach dem Kennzeichen. Er hat jetzt hier FN, hätte er jetzt TG, würden wir uns die Nummer aufschreiben und würden dann abklären, wo das Schiff gemeldet ist und vor allen Dingen, wer der Eigentümer von dem Schiff ist. Und da geht es dann einfach darum, wenn der in Deutschland wohnhaft ist, fährt ein Schweizer Boot, ist es sein Eigentum, hat er das verzollt, hat er das nicht verzollt? Das würde uns natürlich dann interessieren, weil so ein Boot hat ja ein paar Euro wert. Falls die Beamten einen Verdacht haben, schreiben sie den Besitzer an. Daraus entsteht manchmal ein längerer Briefverkehr. Kaufbelege, Steuerbescheinigungen. Vertrauen ist gut und Kontrolle ist eben aufwendig. Ein Teil des Warenverkehrs führt über die A98 Güter aus Osteuropa in den Westen. An einem bestimmten Parkplatz kontrollieren die Konstanzer Zöllner in unregelmäßigen Abständen. Gut, kann man schon machen. Möchte man nach vorne reinschauen ins Fuhrhaus. Für den Zöllner ist das Routine. Dem Lkw-Fahrer kommt's vor, wie wenn ein Fremder seine Wohnung durchsucht. Oder zumindest die Zweitwohnung. Angenehm kann das nicht sein. Nein, kein Problem. Ja, alles okay. Also selbst ich persönlich, wenn ich von der Polizei im Rahmen einer Standkontrolle angehalten werde, bin ich genauso nervös, obwohl ich aber überhaupt gar nichts falsch gemacht habe. Aber immer wenn man Vollzugsbeamten begegnet, denken immer, habe ich was falsch gemacht, ist alles in Ordnung. Das steckt eigentlich tief im Mensch drin. Der Fokus der Kontrollen aber liegt auf den Tanks. Denn ob die mit Heizöl gefüllt sind oder mit Diesel, ist für den Motor fast egal. Nur die Farbe ist unterschiedlich. Nicht egal ist das aber dem Staat, der bei einer Fahrt mit Heizöl um einen Großteil der Mineralölsteuer geprellt wird. Also jetzt diesen Teller-Test, da ist hier unten Salzsäure mitgefüllt. Und damit können wir feststellen, ob der Diesel, ob es Diesel ist oder ob der verdieselt worden ist mit Heizöl. Ja, würde sich dann, wenn es so wäre, entweder rot färben oder eine andere Färbung einnehmen. Ja, es gibt gewisse Länder, wo es erlaubt ist, mit Heizöl zu fahren. Aber gerade jetzt hier beim ungarischen LKW wäre es nicht erlaubt. Heizöl ist gut 40% günstiger. Das verführt manchen Spediteur dazu, was zu sparen. Er fährt dabei aber voll auf Risiko. Denn der Test erkennt Heizöl sogar auf 1% verdünnt. 30 Sekunden schütteln. Okay. Und da muss ich jetzt auch wieder die Farbe ändern, glaube ich. Genau. Was auf den ersten Blick trickreich wirkt, ist faktisch Steuerhinterziehung. So, Jürgen, schau du mal ganz kurz bitte, was du noch mit dazu sagst. Also ich sag, der schwach positiv. Ja, ganz schwach. Ganz dann schon, ja. Aber wenn es so im du musst ein bisschen dahinter musst du schon, ne? Also er hat schon Färbung. Er hat schon Färbung. Er ist nicht so gut wie der vom letzten Sonntag,
Er hat schon Färbung. Aber er hat Färbung. Dann nochmal bitte den Tank aufmachen von der Hauptbehälter von den Zugmaschinen und vom Frigo der Tank. Die stärkste Währung für den Lkw-Fahrer ist die Zeit. Das nervt einfach. Das ist so. Und während jeder Kontrolle läuft der digitale Tacho des Fahrers weiter. Ja, man könnte denken, ja. Man könnte. Aber darf nicht. Ja. Was bringt mir denn das, wenn ich nachher Probleme habe? Richtig. Oder? In Spanien ist es erlaubt und in den anderen Ländern ist es nicht erlaubt. Genau. Das sind halt die Unterschiede. Ja. Ja, und schlussendlich bringt es dir auch nichts, oder? Weil irgendwo hast du in der Buchhaltung drinnen, oder? Ja. Und dann kommen die und fragen, du, was ist mit so viel Heizöl? Also ist gut. Richtig in Ordnung. Kann ich auf der anderen Seite zumachen? Kann man auch zumachen. Dieser Schweizer fährt weiter nach Spanien. Alle anderen sind gefühlt in der Konstanzer Innenstadt. Jeder dritte Euro, den der Einzelhandel in Konstanz verdient, stammt nicht von Einwohnern der Stadt. Und jenseits der Grenze in Kreuzlingen, 500 Meter entfernt, fehlen alle die, die gerade in Konstanz unterwegs sind. Der Aufruf der Kreuzlinger Ladenbesitzer, schweizerisch zu kaufen, hatte bislang keinen Erfolg. Schneiden sich die Schweizer da nicht ins eigene Fleisch? Die Straße ist ausgestorben. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Da hat man sich gerissen um die Schaufel. Das war die Hauptstraße. Ja? Und heute macht das gar nicht mehr den Eindruck. Das ist keine Hauptstraße mehr. Ja? Das war wirklich eine wichtige, belebte Straße. Das war toll, ganz toll. Wir hatten viele Cafés, Restaurants, alles Mögliche. Und jetzt ist es. Ja. Wirkt dramatisch. Trotzdem existiert das Modehaus Rudolf am Boulevard schon seit 1873, hat schon viel erlebt. Deshalb lässt sich die Grande Dame der Kreuzlinger Bekleidungsbranche nicht so einfach aus der Ruhe bringen. Wissen die Leute, kaufen alles? Sie denken einfach, hey, dort ist es gratis oder fast gratis, oder? Ja, mit dem Euro muss was passieren. Und mit der Mehrwertsteuer, wissen Sie? Die Leute bekommen ja für 10 Euro, wenn sie das abstempeln lassen, kommen sie die Rückvergütung für 10 Euro. Das ist Blödsinn, oder? Man sollte die Limite bei 100 Euro mal beibehalten. Dann geht es schon alles besser, einfacher. Das ist auch für ihre Leute, für die Zöllner, das ist eine trostlose Aufgabe. Die machen den ganzen Tag nur so, oder? Ja, die beschweren sich ja auch, ich weiß das, ja. Die sind nicht zufrieden. Es gab Zeiten, in denen hatten die Schweizer Zöllner den Stress und die Deutschen haben wie wild eingekauft. Das geht eben hin und her. Für 10 Euro Einkauf bekommt man 1,90 Euro zurück. Lohnt sich das überhaupt bei kleinen Beträgen? Oder geht es nur um die Schnäppchenjagd an sich? Das ist archaisch wie Jäger und Sammler. Der Nächste. In den Zollbüros geht wirklich viel. Während draußen auf der Straße mit hohem Einsatz ein paar Gramm Haschisch, Heizöl im Dieseltank oder eine geschmuggelte Uhr gefunden werden. Denn hier verzollen die Lkw-Fahrer ihre Waren. Damit werden Milliardenbeträge generiert, am PC und völlig ungefährlich. Die meisten Zöllner hatten noch nie Grund, eine Waffe zu ziehen. Dennoch müssten sie im entscheidenden Moment darauf vorbereitet sein. Das üben sie mehrmals im Jahr. Ja, also vorbringen die MP5, reinschauen, schließen.
und entspannen logischerweise auch. Und dann die Waffe laden mit 25 Schuss, also mit einem Magazin, der ihr habt, die Waffe laden. Wir haben auch verschiedene Alarmfälle und da gibt es halt auch Alarmpläne. Und mit gewissen Alarmplänen, wenn die eintreten, dann ist diese MP vorgeschrieben. Weil wir halt nicht ganz aus diesen Alarmplänen draußen sind, weil wir sind Drittlandsgrenze, müssen wir einfach so sehen. Das ist einfach immer noch so, trotz Schweiz und liberal. Die erste Übung ist, verschieben nach vorne, nach hinten und zur Seite. Entschlossene Sicherungshaltung einnehmen. Entschlossene Schießhaltung. Und wir gehen wieder nach vorne. Nach vorne. Nach rechts. Wenn so ein Alarmfall wäre, ist natürlich die MP und ein riesen Abschreckungspotenzial. Muss man einfach so sehen. Schon das Optische macht vieles aus, wo dann halt vielleicht der ein oder andere überlegt, mache ich was oder mache ich nichts. Hunde wirken manchmal wie Waffen. Gefährlich und unberechenbar. Abschreckend. Und auch das müssen sie üben. Halt! Langsam vom Hund wegtreten. In die hier! Fuß! Halt! Wichtig ist hier bei der ganzen Übung, dass eigentlich der Hund immer in der Hand des Hundeführers ist, also unter Kontrolle. Wir bilden hier keine Kampfhunde aus, sondern dass er wirklich unter Kontrolle ist. Wenn er aussagt, hat er auszumachen. Wenn er Fuß sagt, zum Hundeführer zu kommen, diese Kommandos, Hörzeichen aussagt, dass er die befolgt. Wir machen jetzt Durchsuchung. Bleiben Sie einfach ruhig stehen jetzt. Bleiben Sie einfach ruhig stehen. Jeder. So, ja. So, halten Sie ruhig. Aus! Platz! Langsam zurücktreten. Sie haben gesehen, was passiert. Bleiben Sie einfach bitte ruhig stehen jetzt. Sie bereiten sich auf den Ernstfall vor. Das ist bei der Polizei verständlich, dem Militär ohnehin. Aber beim Zoll, wo doch Pässe kontrolliert werden? Ja, da war eben dieser eine Tag im Februar 98, der für die Konstanzer Zöllner eine Art 9-11 war. Der hat alles verändert. Erst am späten Nachmittag wurde der Tatort in Konstanz von der Polizei freigegeben. Bis dahin war unklar, ob der Täter Sprengstoff im Wagen versteckt hatte. Auch heute Abend ist noch nicht ganz klar, was gegen 10.30 Uhr am Zollamt Kleinvenedig genau geschah. Nur so viel ist sicher, ein deutscher und ein Schweizer Zollbeamter wollten das Auto mit dem Schweizer Kennzeichen kontrollieren. Aus diesem Fahrzeug heraus eröffnete der Fahrer offensichtlich ohne Vorwarnung das Feuer. Klaus Spießer will damals gerade mit seinem Kollegen zum Sport. Du hörst nur noch Schießerei und denkst, um Gottes Willen, jetzt kommt die Situation, die du eigentlich einen Lebtag lang nie erleben möchtest. Und dann fährt man auf das Kleinvenedig zu und die Schranke ist zu. Und dann denkst du, ja, wann geht es hier hoch? Ich muss doch nach Kleinvenedig. Und dann geht die Schranke hoch und wir fahren hier an und hier im Hintergrund stand dann ein Fahrzeug. 150 Meter weiter endete die Flucht an diesem geschlossenen Bahnübergang. Als eine zivile Zollstreife auftauchte, geriet der Mann in Panik und schoss sich eine Kugel in den Kopf. Dann kamen auch schon zwei ältere Damen an und haben uns hier vor Ort gesagt, ja, vorne auf Kleinvenedig, da liegen noch zwei. Und dann ist uns erstmal nach der ersten Schocksituation, die wir hier hatten, mit einem vermeintlichen Waffenschmuggler im ersten Moment, der sich selber erschossen hat, ist uns erstmal klar geworden, Mensch, da könnten ja noch Kollegen dran beteiligt sein in irgendeiner Form. Der Täter feuerte wahllos auf die Beamten. Er war Italiener, wohnte im Thurgau nicht weit vom Tatort entfernt. Er war weder vorbestraft noch geistig verwirrt. Als bei der Grenzkontrolle Waffen und Granaten in seinem Kofferraum gefunden wurden, eröffnete er rücksichtslos das Feuer. Beide Zöllner starben noch am Tatort. Jegliche Hilfe kam zu spät. Man hat schmerzhaft zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Beruf des Zollbeamten nicht nur in Anführungszeichen eine einfache Zollabfertigung ist und dass vielleicht manche, die gedacht haben, Zoll kontrolliert und kontrolliert steuerlich und kommt nicht in große Gefahren und manche schon gedacht haben, zu was braucht der Zoll überhaupt Waffen, auf einmal
klar sehen und erkennen musste, ja, wir gehören genauso mit zum gefährdeten Potenzial wie jeder Polizeibeamte oder Bundespolizeibeamte. Und durch diese Ereignisse gab es einen Ruck in der Zollverwaltung, so möchte ich es mal beschreiben. Fern vom Alltag und irgendwie auch fern dieser düsteren Vergangenheit ist das Zollboot unterwegs. Nach Verboten und Beschränkungen, also beispielsweise Rauschgift, kann ich eine Kontrolle auf dem See schon machen. Bloß bis ich jetzt an einem Boot dran bin, das von hier aus 300 Meter entfernt ist, brauche ich nicht erwarten, dass ich noch was finde. Das Zweite ist einfach, ich kann ein Boot natürlich schon bei mir anlegen lassen. Aber wenn das Boot längsseits liegt und es kommt irgendeine blöde Welle von einem Kursschiff und die beiden Boote schlagen aneinander, die Schäden, die ich hier an unserem Zollboot habe, die kann ich selber reparieren mit ein bisschen Farbe und vielleicht einer Feile. Aber eine Yacht für 150.000 Euro, die hat dann gleich Schäden, die nicht so einfach zu reparieren sind. Jeder am See kennt das Zollboot und jeder sieht es auch. Freizeitkapitäne und Anwohner beobachten, was da so passiert. Also wir haben als Dienststelle an sich sicherlich auch einen gewissen repräsentativen Charakter. Auf jeden Fall. Für einen Zollbeamten, der davon lebt, die ganze Zeit Aufgriffe zu machen und wirklich ja, permanent mit Reisenden umgehen will, ist das hier nicht der richtige Job, sicher nicht. Aktion findet eben mehr auf der Straße statt. Die Taktik, nach der die Zollbeamten kontrollieren, wandelt sich im Lauf der Zeit. Sie suchen aber immer nach denselben Dingen. Besonders über die süddeutschen Grenzübergänge wird Rauschgift in die Bundesrepublik gebracht. Diese Tramper sind keine Rauschgiftschmuggler. Aber in die Rauschgiftdelikte des vergangenen Jahres waren zum größten Teil Jugendliche verwickelt. Früher blieben die Untersuchungen der Zollbeamten dem Zufall überlassen. Aber angespornt durch ihre Erfolge sind sie hellsichtig geworden. Ihre Kontrollen sind nicht mehr nur routinemäßig. Durch eine intensive Schulung haben sie einen sechsten Sinn bekommen. Und sie interessieren sich jetzt plötzlich für schmutzige Wäsche, für Inhalt von Streichholzschachteln, für Autofußmatten und Reservekanister. Denn überall kann das Rauschgift versteckt sein. Jeder ist verdächtig. Die Schweiz ist seit 2009 Teil des Schengen-Abkommens. Das bedeutet weniger und unvorhersehbare Kontrollen. Die Statistik sagt, das sei effizienter. Ich gehe am Ende von der Rampe. Die Jürgen geht rein, macht eine Ansage, alle steigen aus. Nehmt ihr Gepäck, ja? Und dann brauchen wir einer, der hier hilft. Und die anderen stehen hin. Einer passt hier auf, oder? Dass da nichts verrutscht. Und die anderen sind für die Garage zur Kontrolle da, oder? Das Publikum in Reisebussen ist meist sehr homogen. Eine Seniorengruppe, eine Schulklasse, eine Vereinsmannschaft. In die gelbe Zone rein. In Fernbussen ist das was anderes. Meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, wir haben eine große Zollkontrolle. Bitte nehmen Sie Ausweis mit Gepäck, steigen Sie aus, wir müssen alles Gepäck kontrollieren. Busse aus Mailand zum Beispiel, da könnte ja was drin sein. Früher waren die Zigaretten in der Schweiz billiger, deutlich billiger. Die sind jetzt auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland. Also Zigaretten zu schmuggeln bringt nichts mehr. Der Alkohol ist in der Schweiz viel teurer wie in Deutschland. Also gibt es keinen Grund, dort zu schmuggeln. Aber Betäubungsmittel, Drogen, Kriminalität. Oftmals sehen Drogenschmuggler bessere Gelegenheiten, sich in der Schweiz mit Drogen einzudecken. Und dann versuchen sie über die Grenze zu schmuggeln. Das mobile Röntgengerät teilen sich die Konstanzer mit den Lörracher Zöllnern. Bei der Menge ist das nicht so einfach. Hier sind jetzt zum Beispiel Schmuckstücke, also eine Keter oder sowas. Das Problem, wenn es so schnell geht, hier ist so ein Armband, so ein Perlearmband. Ist das vielleicht der Jackpot? Da mal bitte reinschauen, welcher Schmuck. Den machen wir. Einfach zur Seite treten. Ja. Ist das hier? 99% der Reisenden sind einfach unbescholtene Bürger. Aber hin und wieder gibt es schon mal interessante Objekte, die man einfach näher angucken möchte.
Den nehmt ihr mal bitte raus. Da ist eine Hanfmühle drin und der Rest muss man mal gucken, gell? Das ist jetzt auf jeden Fall ein Gepäckstück, wo es sich lohnt, einfach mal reinzuschauen. Weil, also wenn jemand so eine Hanfmühle dabei hat, ist er zumindest mal Konsument. Da kann man einfach mal schauen, was der sonst noch so dabei hat. Rezept oder so, das nächste Mal. Ja, okay. Jetzt müssen wir aber ihn auch noch, oder? Also wir haben hier einmal beim Beschuldigten Marihuana gefunden, dann ein kleines Stück Haschisch, hier eine Reibe, mit dem man das Marihuana zerkleinern kann, wo es dann einfacher ist, sich praktisch einen Joint zu bauen. Dann noch Alufolie, wo er Heroin geraucht hat. Ja? Trotz allem hier noch Tabletten vom Methadon-Programm. Ja, also er ist im Programm, aber raucht immer noch Heroin, trotz allem. Ja, gut. Bei dem Marihuana, das war einmal hier versteckt in der Tabakdose, dann das andere Päckchen war in dem Tabakbeutel unten drin. Genauso das kleine Piece-Stück, jetzt nicht unbedingt vieles, war hier eingeklebt bei dem Klebeband. Ne? Ja, das war alles gewesen, was wir hier noch gedacht haben, dass erstmal was drin gewesen wäre, weil es hier hupplig war, weil es im MP3-Player, hat sich aber nicht bestätigt, war hinten nochmal eine kleine Mini-Crip-Tütchen mit SD-Karten drin. Ja, das war's das mal. Nach 25 Minuten geht's weiter. Die Zöllner sind stolz auf die effiziente Leistung. Der große Treffer allerdings war auch diesmal nicht dabei. Er fährt definitiv mit diesem Bus nicht mehr weiter. Schmetadon für vier Wochen. Ne? Und seine Reise. Sigismundstraße in Konstanz mit mehreren Verletzten. Und vermutlich zwei Toten. Mutmaßlicher Täter flüchtig mit PKW in Richtung Schweizer Grenze. Haben Sie Waren zu verzollen oder wohin geht die Reise? Das kennt jeder von Zöllnern. Aber so wild bewaffnet mit Blaulicht an der Grenze und sehr angespannt? Warum müssen diese Beamten überhaupt schießen? Wie kommt das hier zollfrei in die Schweiz? Und wem gelingt der ganz große Fang? Die Arbeit der Zöllner ist stattlich, staatlich wichtig. Sie nehmen die Hälfte aller Steuergelder des Bundes ein. Der Terroranschlag ist zum Glück nur inszeniert. Eine gängige Übung. Klaus Spießer weiß aus langer Erfahrung, dass der Alltag eines Konstanzer Zöllners meist friedlich ist. Aber als einer der ganz wenigen hat er den Ernstfall schon erlebt. Und auf den bereitet er seine Truppe vor. Was wir sonst ja immer versuchen, den Verkehr im Fluss zu halten, das ist ja unsere größte Sorge, dass wir keine Staus bilden, ist in so einer Lage natürlich genau das Gegenteil von Nöten. Das heißt also, nach vorne geht nichts mehr, nach hinten kommt weiter Verkehr drauf. Er ist eingeklemmt. Das ist eine positive Situation für uns. Stopp, keine Bewegung oder wir schießen! Die Arme aufs Lenkrad! Dann kam der Zugriff. Hat mir sehr gut gefallen. Wichtig ist, dass ein Täter auf jeden Fall ganz klar erkennen muss, dass Schicht ist, Schicht im Schacht, Ende. Aus dem Sitz rausdrehen. Langsam aus dem Fahrzeug raus. Arme zur Seite, Handflächen will ich sehen. Viermal im Jahr spielen die Zöllner Szenarien durch, die sie hoffentlich nie erleben müssen. Zum Beispiel Terroranschläge, Kämpfe eins gegen eins oder überraschende Gewalt. Die Zöllner müssen sich also auf die unterschiedlichsten Situationen vorbereiten. Die beiden auseinander. Die Eigensicherung, heute heißt es Verhaltenstraining oder Einsatztraining und auch die Ausbildung in der waffenlosen Selbstverteidigung, wie auch die Schießfortbildung, die hat eine ganz andere Intensität bekommen und einen ganz anderen Stellenwert. Vor allem, weil es da diesen einen traumatisierenden Tag Ende der 90er Jahre gegeben hat.
Da hat die heile Welt aller deutschen Zöllner mit einem Schlag tiefe Risse bekommen. Zollamt Klein-Venedig in Konstanz. Hier fielen am 10. Februar die tödlichen Schüsse. Die Grenzgänger heute merken kaum noch etwas von der Bluttat, die zwei Zollbeamten das Leben kostete. An jedem anderen Tag aber ist Konstanz eine wunderschöne, hochattraktive Stadt am Bodensee. Eine Grenzstadt. Das merkt man überall. Im überfüllten Stadtzentrum, in dem die Schweizer mehr denn je einkaufen. Und eben dort, wo alles vorbeikommt, Menschen und Waren, Erlaubte wie Verbotene, am Zoll. Meine Intention, zum Zoll zu gehen, war ursprünglich mal die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, weil ich so viele Freunde hatte, die mit Rauschgift zu tun hatten und ich da beobachten konnte, wie die sich einfach verändert haben. Oder? Und dann habe ich immer gesagt, ich gehe mal zu der Drogenbekämpfer. Wenn man mal so ein richtiges Kilo mit harten Rauschgiften wie Heroin oder Kokain aufgreifen würde, das wär eine schöne Sache. Ja. Also das wird Freude bereiten und da ist man natürlich auch euphorisiert, weil das wäre für jeden Kontrollbeamten zunächst mal wie ein Jackpot. Ja. Irgendwo in dieser langen Autoschlange am Zoll versteckt sich der Jackpot. Aber wie soll man ihn finden? Leider kündigt er sich nicht an, wenn er kommt. Wolle, gibt's Socke zu Weihnachten? Nach welchem System suchen Sie denn? Es wird jetzt selten vorkommen, dass wir 70-, 80-jährige Reisende herausziehen und intensiv nach Betäubungsmittel kontrollieren. Aber natürlich gibt es zu einzelnen Sparten gibt's schon spezielle Personen, wo man dann sagt, der könnte in das Raster passen, der in das Raster passen. Da kann der PKW eine Rolle spielen, da kann die Kleidung eine Rolle spielen, kann allerdings auch das Verhalten eine Rolle spielen. Aber möglich ist theoretisch alles. Die gute Nachricht für jeden, der kontrolliert wird? Entweder er sieht verwegen und wild aus oder verdächtig, unverdächtig oder er wird einfach nur zufällig kontrolliert. Ein Raster ist auch die Gruppe der Geschäftsreisenden. Bei denen suchen die Zöllner nach hochpreisigen Teilen, Elektronik und Computertechnik, die sonst unverzollt das Land wechseln. Aber jetzt Ersatzteile für die Schweiz selber habe ich keine dabei. Das Problem ist, ich kann jetzt an diesen Teilen nicht feststellen, ob die aus der Schweiz kommen oder ob die aus Deutschland sind. Okay. Grundsätzlich für uns kommt es im Moment aus der Schweiz. Okay. Gut, ich könnte Ihnen, können Sie mit meiner Firma verbinden, die können Sie Ihnen bestätigen. Ja, ich verstehe Sie schon auf jeden Fall. Der Reisende hat eigentlich nichts angemeldet, also keine Waren, die er in irgendeiner Form anmeldepflichtig gesehen hätte. Und beim Öffnen des Kofferraums sind jetzt offensichtlich gewerbliche Waren festgestellt worden, die zwar aus Deutschland stammen, laut seiner Aussage, aber er offensichtlich keinerlei Papiere gemacht hat. Das ist das, was noch. Ja, und? Bußgeld frei? Okay. Ist in Ordnung. Nächstes Mal bitte, wenn Sie es in die Schweiz mitnehmen, sollten Sie es bestätigen lassen, dass Sie es in die Schweiz mit reinbringen. Okay. Und genauso, wenn Sie noch ausgehen. Alles klar. Glück gehabt. Sofern die Zöllner keine Straftat feststellen und nur von Ordnungswidrigkeiten reden, kann man mit einer Verwarnung davonkommen. Wer im Ozean fischt, kann tatsächlich einen Merlin fangen. Aber Angler, mal ehrlich, wie oft passiert das schon? Große Neugier sollte schon in einem Zollbeamten stecken, weil er ja immer auf der Suche ist. Im Gegensatz zur Polizei, die ja oftmals angerufen wird und konfrontiert wird mit irgendwelchen Sachverhalten und gerufen wird, Polizei, komm mal, steht der Zoll, egal wo er als Kontrolleinheit unterwegs ist.